Schöne am Mitgestalten ist, dass man im Normalfall, vor allem auf kommunaler Ebene, relativ schnell die Ergebnisse auch sieht. Natürlich auf Landesebene, Bundesebene, man kann ganz, ganz viel machen, viel auf den Weg bringen, aber bis es letztendlich beim Bürger oder bei der Bürgerin ankommt, ist es ein extrem langer Weg. Und das ist aus meiner Sicht in der Kommunalpolitik ein ganz anderer Fall. Mein Name ist Stefan Skorzali, ich bin 38 Jahre alt, bin Softwareentwickler in einem mittelständischen Unternehmen in Dresden, bin verheiratet, habe 2 Kinder und mit der Kommunalwahl im Jahr 2024 verbindet mich der Wunsch, aktiv an der Gestaltung von Pirna teilhaben zu wollen. Mein Name ist Sophia Hallmann. Ich bin 31 Jahre jung und wohne in Pirna seit kurzem wieder und bin Architektin. Pirna, das ist meine Heimatstadt. Ich bin hier groß geworden, ich bin hier geboren und auch zur Schule gegangen. Das heißt, ich habe mein gefühltes halbes Leben hier verbracht, bis ich dann mit 18 ausgezogen bin, den klassischen Weg gegangen bin zum Studium, nach Dresden gezogen. Und nach dem Studium bin ich dann nach Berlin gegangen, habe dann da 4 Jahre gelebt. Ich denke schon tatsächlich, dass es da Dinge gibt, die das verbindet. Zum einen arbeitet man als Architektin natürlich auch an Projekten. Man plant die monatelang, jahrelang und irgendwann werden die dann realisiert. Man sieht dann, was geworden ist aus den eigenen Plänen, die man hatte. Ja, und bei der Stadtratsgeschichte, da plant man auch Dinge, bespricht die, versucht irgendwelche Beschlüsse zu verfassen und sieht das dann hoffentlich dann auch im Real Life, wie es dann umgesetzt wurde. Kommunalpolitik ist, wenn es vielleicht auch in der Öffentlichkeit nicht immer so ganz genau gesehen wird, ist doch das, was uns noch am ehesten als Bürgerinnen und Bürger in der Stadt mit betrifft. Und ich denke, das ist meine Verbindung dazu, weil ich jemand bin, der jetzt vielleicht nicht der größte Ideologe ist, aber jemand, der ein politischer Arbeiter ist. Ich bin Ulrich Gebler, ich komme gebürtig aus Pirna, bin hier 1983 geboren im Juni, dementsprechend 40 Jahre jung. Und ich arbeite derzeit als Briefträger bei Postmodern. In dem Bereich, wo ich zustelle, es ist ein ländlicher Bereich um Pirna drumherum. Dort kennen die Leute einen halt. Ich sag mal so, mit dem Briefträger sprechen die Leute sowieso auch über verschiedene Probleme, die es so allgemein gibt, die sie persönlich haben oder die sie irgendwo sehen. Das glaubt man gar nicht. Der Pirnaer Stadtrat braucht aus meiner Sicht mehr Leute. Ich würde jetzt gar nicht nach jung und alt unbedingt gehen, sondern auch Leute, die gegebenenfalls mal von außerhalb der Blase kommen. Ich habe einen ganz anderen Blickwinkel auf manche Dinge, die vielleicht jemand, der schon länger im Stadtrat mitsitzt, als selbstverständlich die Dinge erachtet. Ich bin jetzt politisch auch, wenn man es so sieht, relativ frisch, unerfahren oder jung. Und das sage ich als jemand, der 40 ist, der eigentlich auch nicht mehr zu den jungen Leuten zählt. Bringe aber durch meine Berufserfahrung, durch meine alltägliche Erfahrung quasi ganz andere Blickpunkte mal mit rein. Mir ist das auch bewusst, dass es da niemanden gibt, der jetzt auf mich gewartet hat. Ich denke, man muss selber auch versuchen, mit anzupacken. Und gerade im Bereich des, oder im kommunalen Bereich ist das möglich. Ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, ist tatsächlich das Thema Jugend, aber auch das Thema Barrierefreiheit, Integration, Inklusion. Ist ein Thema, was mir extrem am Herzen liegt und wo aus meiner Sicht auch in Pirna noch sehr viel getan werden kann. Auch da möchte ich jetzt einfach nochmal den Thälmannplatz als Beispiel bringen. Nehmen wir jetzt mal mit einem Rollstuhl unterwegs zu sein, ist es schon mit ein paar Umwegen verbunden, um überhaupt in den Park reinzukommen. Die Wege sind teilweise mit so leichten Schlaglöchern, was dann natürlich auch unangenehm ist. Und was für mich so ein klassisches Beispiel ist, was ich in vielen anderen Gemeinden schon gesehen habe, ist tatsächlich auch zum Beispiel ein relativ einfacher Zugang für eine Rutsche oder sowas. Es gibt tatsächlich nur so eine Gerüstrutsche da quasi, noch nicht mal so eine klassische Rutsche, sondern eine, wo man schon relativ athletisch sein muss, um da runterrutschen zu können. Und das sind einfach Sachen, wo ich sage, da kann man nochmal nachbessern, da kann man sich bei anderen Kommunen auch nochmal was abschauen.
den Kopf frei macht, unter anderem das Grillen. Ich habe mir vor einigen Jahren so eine kleine Außenküche vorbereitet. Das ist immer noch eine Baumaßnahme, die quasi jetzt, wenn es wieder wärmer wird, viel weitergeht. Ganz viel Gartenarbeit, sowohl bei uns ums Haus herum, als auch bei meinen Eltern im Garten. Die haben einen Großedlitzchen Garten, das auch da sehr viel zu machen. Oder einfach mal mir die Hunde und Kinder und meine Frau zu schnappen und an die frische Luft zu gehen. Ich würde gerne politisch hier in Pirna erreichen, dass es beispielsweise Verbesserungen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs gibt. Was passiert jetzt, wenn jemand aus Bonnewitz nach Pirna will? Die müssen in die 83 einsteigen, wenn sie sie kriegen, die nur an dem einen Punkt in Bonnewitz am Rundling hält, nach Krauba fahren und in Krauba in die GL umsteigen, die sie dann im schlimmsten Falle die sie dann erstmal durch den gesamten Ort wieder durch Kopitz erst nach Pirna bringen. Dann ist stundenlang dort unterwegs. Ein anderes Konzept, was da auch möglich wäre, ist, in Dresden gibt es doch diese Mobi-Bikes, diese Mobi-Fahrräder, die man sich mit einer App leihen kann und so weiter und sie dann wieder an einem Abstellort verbringt. Es wäre doch eine tolle Idee, sowas beispielsweise in solchen Ortschaften wie Krauba oder Liebetal oder Jessen aufzustellen. Das ist doch eine Möglichkeit. Ich bin tatsächlich jemand, der unglaublich gerne wandern geht. Ich habe im letzten Jahr allein den Malerweg anderthalb Mal komplett abgelaufen, einmal allein und dann einmal als quasi so privater Wanderführer. Ich bin hier schon als Kind mit den Eltern damals in vielen Ecken unterwegs gewesen, also ja, kann ich euch mitnehmen und entsprechend dort auch noch das ein oder andere unnütze Wissen dann mit weitergeben, was ich vielleicht aus der Hinsicht habe. Ich habe einen großen Garten zu Hause und da bin ich tatsächlich auch sehr gerne aktiv und pflanze da Obst und Gemüse an und ja, erfreue mich an den Pflanzen, die da wachsen hoffentlich und gedeihen. Ja, und das bedarf auch viel Pflege und das ist so ein bisschen meine Motivation bzw. meine Meditation. Einfach diese Vielfalt, die wir eigentlich haben, das Regionelle mit Bienenhonig, was wir in der Nachbarschaft anbauen, dass wir das einfach unserer Tochter auch mitgeben. Ich wollte schon immer mich irgendwie engagieren für die Stadt und für das Gemeinwohl. Und dann bin ich auf den Verein gestoßen, Freie Wähler Wir für Pirna. Und das ist zum einen ja keine Partei, sondern ein Verein. Und das finde ich eben auch so toll daran, dass wirklich die Interessen des Bürgers einfach ja, wichtig sind. Also ich bin ja junge Mama, deswegen denke ich, sind die Familienthemen auf jeden Fall was für mich. Und die Umwelt liegt mir natürlich auch am Herzen. Ich versuche irgendwie so viel, wie es geht, mich mit einzubringen, aufs Auto zu verzichten, Fahrrad zu fahren, im Garten mich selbst zu versorgen mit Obst und Gemüse. Das würde ich gerne auch jungen Leuten mitbringen oder jungen Leuten sagen, wie toll das einfach sein kann, wenn man mitgestaltet. Das nimmt auch so ein bisschen die Angst vor Politik. Was sich in Pirna auf jeden Fall geändert und verbessert haben soll, aus meiner Sicht, ist, dass das Miteinander wieder ein anderes wird. Vor allem die Bürgermeisterwahlen, ich glaube, sie haben schon die ein oder andere Wunde aufgerissen oder Lücke aufgerissen, die jetzt geschlossen werden muss wieder. Ich würde mir wünschen, dass wir wieder ein besseres Angebot für die Jugendbetreuung, sprich Jugendclubs etc., Jugendtreffs haben. Es fängt im Kleinen an und ja, geht uns alle an, auch wenn man immer denkt, dass der Einzelne nichts bewirken kann, aber im Prinzip fängt es damit an. Ja.